haben wir doch mal das erste Streamchen. Natürlich erstmal ganz vorbildlich Hände waschen. Wie sich in Zeiten von Corona gehört. Ne? Naja, und vor allem, weil ich die Karten nicht mit meinen Fettfingern anfettfingern möchte. Gott. Dann sagen wir, schauen nochmal ganz kurz, bis der Alert kommt und bis die ersten Leute reinkommen. Und dann geht's los. Sollte ich so eine kleine Hintergrundmusik laufen lassen? Wie sehe ich eigentlich aus? So machen, weil
Gut, ich fange jetzt auch mal an. So. 3, 2, 1. Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Yu-Gi-Oh!-Freunde, zu einem weiteren Opening. Eigentlich habe ich nicht wirklich vorgehabt, so viele Openings zu machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dann mir irgendwie vielleicht eine kleine zweite Kamera besorgt, damit es ein bisschen geiler aussieht. Aber ja, wir haben immer noch diese Drecksview 2021, also vielleicht wird sich das nächste Jahr ändern. Mal gucken. Ich habe leider immer noch ein bisschen Hals. Verzeiht es mir. Aber wir werden direkt ins Opening starten. Wir haben hier zwei Displays von Brothers of Legend, wie ihr sehen könnt. Richtig schön. Warum zwei Displays? Also erstens, mein Kumpel Tommy, der ist jetzt nicht wirklich im aktuellen Yu-Gi-Oh! Game drin, aber der feiert Kuribo schon seit langem und ich habe mir gedacht, komm, dann gönne ich ihm doch die Kuribo-Karten. Und da sind noch einige andere Chase-Karten drin. Tatsächlich habe ich mir jetzt diesmal keine Liste gemacht, sondern ich werde da... Also ich, da gibt es geile Karten und ich glaube, wenn ich sie aufmache, werde ich dann auch mich wieder erinnern nach und nach. Aber jetzt im Moment ist mein Gehirn gerade ein bisschen leer und ich habe keine Ahnung, welche Karten da drin sind, die ich haben wollen würde. Aber da sind tatsächlich ein paar Karten drin, deswegen habe ich auch zwei Displays bestellt. Und der Händler Rocket Cards, ne, auf Kartenmarke, Grüße gehen raus, hat mir noch Goodies geschenkt. Und zwar einmal diese Riesenkarte und einmal dieses Legendary Duelist Synchro Storm. Und diese Riesenkarte ist schon ziemlich geil. Ist der blauäugige weiße Drache. Ich glaube im Endeffekt jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Also ich meine, das sieht jetzt relativ unspektakulär aus. Ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Ich weiß auch nicht, ob ich es aufmachen werde und mir irgendwo hinlegen werde, weil der blauäugige weiße Drache ist jetzt, wie gesagt, nicht so mein Wappentier. Also wenn es der Red Eyes wäre, auf jeden Fall. Vielleicht denke ich das auch Ludwig. Genau, ansonsten, wo tue ich denn das hin, Alter? Ich tue das jetzt irgendwo hier so hin. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit dem Opening, mit dem richtig wichtigen Opening. Das einzige relevante Opening hier, und zwar dieses hier natürlich. Und ich habe das schon aufgemacht. Und da werden wir jetzt mal reinschauen, was für... Achso. Ups. Da werden wir mal reinschauen, was wir hier für Karten haben. Und zwar haben wir hier einmal den Denko Daiko Duke von den Speed Royals in Kamen. Richtig krass. Synchro Storm habe ich ja wie gesagt nicht gekauft. Oder habe ich noch nicht gesagt, lol, wieso sage ich das? Also Synchro Storm habe ich wie gesagt noch nicht gekauft. Und soll auch nicht so geil gewesen sein. Gibt es ein paar hier und da, ein paar Chase-Karten, also den neuen Crystal Wing oder wie auch immer der heißt. Ich glaube Baron de Fleur, ne? Also Blumenbaronin auf Deutsch. Also Baroness de Fleur ist viel geiler im Englischen, actually. Die wäre noch eine saugeile Chase-Karte gewesen, weil die geht auch ziemlich viel und die ist wahrscheinlich die aktuell beste 8er-Synchro, die man so gut wie in jedes Deck reinballern kann. Als nächstes haben wir den Speedroid Rotaugenwürfel, der tatsächlich, im Englischen auch ein Red-Eyed ist. Also nicht Red-Eyes, aber Red-Eyed. Also gehört fast schon zum Thema, traurigerweise. Dann haben wir als nächstes diese Karte hier, und zwar ist das der Allkrieger, der ist jetzt nichts ultra besonderes. Wenn ich anders falls ein Krieger-Synchro-Monster, ja gut, Krieger mit Anführungszeichen, also Thema, sowas wie Sternstaubkrieger und so. Und dann haben wir, da haben wir ihn schon, der Sternstaubkrieger, man kennt ihn. Wäre natürlich voll witzig, wenn ich jetzt die Blumenbarone ziehen würde. Was ist gegen einen mehr? Okay, ja, ist ganz nett. Sieht auf jeden Fall cool aus. Actually eine Mischung aus Sternenstaubdrache und irgendeine maschinische Krieger. So, und dann als Chase-Karte von Synchrostorm. Okay, hab kurz gedacht, aber nee. Blumen-Chevalier, Stufe 8. Krieger-Synchro, Blumen-Synchronisierer braucht er und einen mehr Nicht-Empfängermonster und der kann während des Spielzugs des Gegners
Nein, einfach während deines Spielzugs. Wenn der Gegner einen Zauber fallen kann, kannst du die Karte annullieren und falls du zerstörst die Karte. Ja, okay. Nett. Ich glaube, das sind jetzt nicht die krankesten Karten auf diesem Planeten, aber okay. Das heißt, die nächsten Lieferanten werden sich freuen, weil das wird wahrscheinlich alles direkt rausgeballert. So. Jetzt habe ich natürlich in der besten Vorbereitung meine Nagelschere verstellt. Hallo. So, hier. Professioneller Pack-Opener macht es natürlich mit einer Nagelschere. Ne? Schön angecurved, damit auch keine geraden Schritte entstehen können. Und dann machen wir mal das erste Opening auf. Ich hatte eigentlich vor, jetzt nur ein Opening zu machen, aber vielleicht machen wir doch beide. Das heißt, wir legen jetzt mal die zweite auf die Seite. Ha! Und da sind immer 5 Karten pro Pack. 24 Pack insgesamt, also 120 Karten. Und 5 Vollkarten in jedem Pack. 5 Vollcards in every Pack. Hä, was? Das kann ja nicht. Oder wie, oder was? Naja, gut, ist ja auch ein kleines Display, wie man sieht. Also, ich meine, sind nicht so dick. Müll kommt wieder auf den Boden, wo er hingehört. Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, das aufzumachen. Man kennt's. Ich finde diese Färbung eigentlich schon ziemlich adrett, ne? Auch wenn es Mädchenfarben sind. Also hier, Brothers of Legends, das Display Opening. Das sieht schon cool aus, Alter. Eigentlich sollte ich mir die Displays echt irgendwie aufsparen, aber ich habe den Platz halt im Schrank nicht, um die irgendwo hinzustellen, ne? Auch bei dem Maximum Gold. Das war ja doch ein recht erfolgreiches Opening. Die letzten, also generell sind alle meine Openings relativ erfolgreich gewesen, so von Impuls her. Also mal schauen, was wir hier so am Schlüssel haben. 24 Packs aller. Nochmal hier 12. Zack. So, und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mit dem ersten Pack an. Es sind ja wie gesagt 5 Karten, also wir werden das wahrscheinlich relativ schnell handhaben. Ich weiß auch gar nicht, wo immer die Chase-Karten drin sind. Wahrscheinlich ganz hinten. So. Wir haben hier einmal Summon Storm. Idea der Heavenly Squire, und jetzt erinnere ich mich, den wollte ich auch unbedingt haben, weil der ist echt teuer gewesen. Fossil Dig, dann haben wir Downward Magician und ZS Utopic Sage. Sieht auch sehr, sehr cool aus tatsächlich. Also die utopischen Karten sehen schon nice aus. Downward Magician, sogar im Englisch. Ah ja, stimmt, ich habe das Pack auf Englisch gekauft übrigens. English Edition. Download Magician ist tatsächlich ziemlich gut, weil man damit, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, ist das quasi eine Übergangsstufe für Zeus somehow? I don't know. Dann Fossil Dig, Idea, der Heavenly Squire und Summon Storm. Oh! Summon Storm, pay 800 Lebenspunkte, special one level 6 or lower, win once from your hand. During the main phase, except the turn, discover or send you together. You can manage this card from your hand, special one level 4 or lower, win once from your hand. Alter, das ist schon sick. Also, Vindex freuen sich schon krass, ne? Heavenly Squire, sehr, sehr geil, auch in S-Force, ne? Um die Rapper Shiumaru zu beschwören. Also, definitiv mein Pull an der Stelle. Ja, das sind alles. Ja, es sind alles geile Pulse. Topic Sage, ich weiß ja nicht, wie krass der ist. Ich glaube, der ist ganz cool. Ich glaube aber, dass da jetzt noch keine richtige Chase-Karte am Start ist, wenn mich nicht alles täuscht. genau. So, dann haben wir hier einmal Detonieren. Ice Mirror, auch eine coole Karte. Noble Knights, Spearholder, Fossil Dig und Relinquished Anima. Auch nicht schlecht. Passt ja gut in das Skurribo-Deck. Jetzt ist die Frage, ob die Kamera mal wieder mitspielen will heute oder nicht. Was können die denn? Also was kann denn Ice Mirror? Target 1 Level 3 or lower Water Monster you control, Special Summon Monster with the same name from your deck, but you cannot Special Summon extra deck while you control the face of Special Summoned Monster. Ja, aber kann man das nicht weglinken dann einfach? I don't know. Ja, Relinquished Anima. Nehmen wir mit. Ist definitiv eine gute Karte. Kann man so in Einser-Decks eben spielen.
kannst ein Level 1er außer Token weglegen und dann, wenn der Gegner vergisst, dass in der Reihe 2 und 4, dass da Linkmonster sein können, dann kann man mit Olympischen Animal sich einfach was snacken. Ne? Schöne Ausrüstung gönnen. Was ging schon Monster als Ausrüstung? So, dann haben wir hier Cypher Interruptor, Interferencer, Insektor Exabeetle, Idea, perfekt. Penguin Sword, was für Marco und Grandpa Demetto. Ja, es gibt ja dieses Spielzeugkisten-Thema jetzt, also das, beziehungsweise das wurde jetzt ausgebaut. Und da ist der Grandpa mit Princess Cologne und so schon sehr wichtig. Insektor Beetle, ich hasse Insektor, das könnt ihr mir nicht glauben, ne? Ich habe vorher Insektor schon gar nicht so cool gefunden, aber dann, als diese Abstimmung bei Yu-Gi-Oh! Organizations war, hat Insektor Dynamist im Halbfinale platt gemacht, nur um dann gegen, ich glaube, Galaxy Eyes war es, im Finale dann zu gewinnen. Und deswegen kriegt Dynamist keinen Support, weil Insektor super, weil die Fans unbedingt Insektor supporten wollten. Ja, nochmal Utopia im alternativen Artwork, das habe ich auch noch nicht, ziemlich cool. Dann haben wir den Ice Knight, der ist sehr, sehr geil, den würde ich vielleicht sogar eben in Ice Jade spielen, weil Ice Jade ist ja ein Deck, das ich spielen möchte. Numbers Protection, also sehr viele Nummerkarten. Kuriborn, sehr schön, auch wichtig. Und Piri Rice Map. Ich glaube, Piri Rice Map. Achso, nee, das war die. Genau. At the start of your main phase 1, add one monster with 0 at decay from with 0 at decay from your deck to your hand but half your LP. After adding it to your hand until the end of the next turn after this card was activated, you cannot activate the added monster's effect or the effects of card with its name until you normal summon that monster or a card with its name. Achso, man muss es normal sammeln dafür. Okay, aber dann kann man die Effekte ja nutzen. Also auch wieder was für Grandpa Timetto und so, glaube ich. Für Küste voller Freunde. Wobei es generell ist ja. Also es ist ein Search of Monster mit 0 Angriff. Von daher. Aber es ist. Ach, es ist ja kein Feldzauber. Ich dachte kurz, es wäre ein Feldzauber. Die Karte ist geil. Oh ja, hallo Ludwig. Genau, die Karte ist nice. Ich bin ja eher so der Fan von Ice Knight. Aber schön cool. Piri Rice Map nehme ich mit. Piri Rice Map. Ich glaube, die heißt. Ist echt ein guter Pull. Okay, was geht die Karte so? Also geht die Geld? Oder ist die einfach nur spielbar gut? Ich meine, die ist halt wirklich nice, ne? Deine Mainphase an. Aber at the start of your Mainphase one. Also du musst die quasi direkt aktivieren, oder was? At the start of your Mainphase one. Dann musst du die anketten quasi. An den Beginn der Mainphase. Ja, aber ist trotzdem nice, ne? Nuller Search. Und wenn es dann normal ist. Ich meine, damit könnte ich sogar in Red Eyes. 3,40. Oh, okay. Sick. Weil damit könnte ich sogar in Red Eyes damit kann man diese kleinen Steine suchen, ne? Ist ja übelst sick. So, dann haben wir Dollhouse, ebenfalls von dem Spielzeugkisten-Thema. Dann haben wir Horse of the Floral Knight. Okay, ist hier Baroness drin oder was? Weil hier ist ja Blumen-Support anscheinend. Digga, ich hasse diese Facecam. Ah ne, das ist Noble Knight. Okay, if this card is normal version, you can add one light Noble Knight Monster. Ah, okay, die haben es sogar auf Light spezifiziert. Okay. Dark Ruler Archfiend. This card is destroys a monster. Bei beiden sind das. Alter, das sieht schon geil aus, Alter, dieses Ding, ja. Netter Reprint auf jeden Fall. Im Psychedeck ist ganz nice. When a spell trap card is activated, targets one psychic monster and no other card's Quill effect, you can pay 1000 LP, negate the activation if you destroy it. Nice, und wenn er halt ein Monster killt, kriegst du Lebenspunkte in Höhe der Angriff. Ist nett, ist ein netter Achter. Wir haben die Themen verbunden. Echt jetzt? Noble Knight und Floral Knight, Floral oder was? Oh, jetzt hab ich schon gesehen, also der nächste kam. Sealand Sea Needle, Nettle. Geil. Sehr, sehr gute Karte in Wasserdecks. Ich habe die aktuell gar nicht in Ice Jade drin online. Aber ich glaube, dass man die trotzdem spielen sollte, weil die echt sehr, sehr spamlastig ist. Wenn du ein Wassermonster kontrollierst, kannst du ihn specialen von der Hand. Also ist halt ein Free Special Sammeln der Stufe 4, Aqua. Du kannst keine Monster Special sammeln, außer Water Monsters in dem Zug, wo du es aktivierst. Und du kannst die Karte vom Friedhof und banishen. 3 Wassermonster in deinem Graveyard zurückmischen. Aber du kannst leider keine Karte ziehen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber wie gesagt, Recycling ist dann auch noch ein bisschen am Start. Wieso gucke ich mir die Karten immer zuerst an? Ich habe einfach nie Biro gezogen. Ich habe vergessen, dass der da drin ist. Also. Netter Pull. Nett.
mich mit, Digga. Mein erster Nibiru in meinem Leben. Jetzt kann ich endlich Nibiru auch spielen. Geil. Jetzt kann ich Marco richtig abfucken. Also, kann ich verraten. Alter, Nibiru, Digga. Natürlich ist es jetzt nicht eine hohe Rarity oder so, aber sieht schon trotzdem sehr geil aus, um den selber in der Hand zu halten. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter von Nibiru, weil er balanced das Spiel so ein kleines bisschen, ne? Er verhindert das Spam. Problem ist, dass viele kleine, schwächere Decks auch auf Spam ausgelegt sind. Und das ist halt so ein Ding. Aber halt Meta-Decks, die Spam, ne, kannst du damit schon echt in die Suppe spucken. Und bei Maxi, da Maxi ja nicht erlaubt ist, ist Nibiru schon ziemlich, naja, zum Glück ist Maxi nicht erlaubt. Ich mag Maxi überhaupt nicht, ne. Ich war früher Fan von Maxi, wo ich noch nicht so krass in Yu-Gi-Oh! Drin war, weil ich mir dachte, Alter, das balanced Spiel muss ja geil sein. Okay, meine KBS-Zahlen sind krass am Schwanken. Aber nachdem ich gecheckt habe, wie broken Maxi eigentlich wirklich ist, ist halt so, wer die zuerst sieht oder auf der Starterhand hat, gewinnt. So, das ist einfach der Fakt. 9 Euro dann die Büro. Dankeschön, dankeschön. Den werde ich aber behalten wahrscheinlich. Auf Kurs. Ich hoffe, mein Stream ist relativ stabil. Ich weiß ja nicht, weil die KBS-Zahlen schwanken immer mal wieder. Ich habe natürlich jetzt auch... Ah ja, Ludwig, ich habe hier übrigens was für dich. Falls du Bock hast. War auch dabei. Ah ja, hast du ja wahrscheinlich schon gesehen. So, ja, gucken wir mal weiter. Ja, nett. Shooting Star Dragon nehme ich mit. Starlight Road, auch geil. Kaiju Capture Mission. Void Feast, was ist das denn? Send one Void Spell, ach, Leere. Und dann irgendwas mit Infernoid. Okay, ich wusste gar nicht, dass Void und Infernoid zusammengehören, aber okay. Und Double Exposure, was kann die Karte? You can target two level 6 or lower monsters with the same name on the field. Their levels are doubled. At the start of the battle phase, you can target one Cypher Monster. Okay, ist eher Cypher. Auch nicht schlecht. Ein Level 4er zu Level 8er Mangel oder 3 zu 6. Also 4 zu 8 auf jeden Fall krass, glaube ich. Okay, wenn Piri Rice Map so viel Geld geht, dann werde ich die auch folieren, glaube ich. Aber ich glaube, die behalte ich auch. Weiß ich noch nicht. Das sind alles so Karten, die sind jetzt noch nicht so überheftig. Das sind jetzt noch keine Phoenix Enforcer, aber ich bin auch ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. Also ich bin trotzdem froh über die Pulls. Die sind schon, sehen bis jetzt schon ganz solide aus. Auch viele neue Karten, die ich noch gar nicht hatte. Die ich immer mal nur online gesehen habe. Hier Shooting Star zum Beispiel, auch ganz witzig. Gut, den werde ich nicht behalten auf Kurs. Außer ich ziehe einen Quasar oder so eine Scheiße. Aber ich werde mir eh. Ich finde Quasar Deck langweilig. Das ist einfach nur solitär. Also Quasar Decks sind wirklich solitär. So, du spielst so lange, bis du die perfekte Combination hast. Und wenn du dann Quasar hast, hast du schon gewonnen. Das ist halt. Ist ja quasi eine Exodia-Variante. Könnte man fast schon sagen. Jawohl, endlich mal Kuribokan für Tommy. Kuriba, der blaue. Der müsste. Ne, der lila. Ja, der lila, den ihr da so sehen könnt. Kuriba, ganz, ganz witzige Karte. Und zwar. Wenn sie oder ein anderes Kuri-Monster zerstört wird, kannst du ein Monster mit 300 Angriff und 200 Def von deinem Deck specialen, außer Kuriba. Also sogar eigentlich generisch geschrieben. Er wird als Kuribokarte gewählt. Er gezählt auch übrigens. Und du kannst die Karte, die du kontrollierst, und einen Kuribe, Kuribo, Kuribä, Kuribu von deiner Hand oder Feld opfern und dann einen Kuribabilon vom Handdeck oder Friedhof Special. Ja, Kuribabilon, so der Bossmonster quasi. Der hat, glaube ich, einen Beatdown-Effekt. Dann haben wir Eidos, der Underworld Squire. Yay, den wollte ich nicht haben. Ich habe zum Glück zwei Ideas schon gezogen. Aber Eidos auch nett. Mann, dieses... Ich darf, glaube ich, nicht so ran mit meiner Fresse, oder? So. Ach, Leute, ich sag's euch, die Facecam ist es mal wieder komplett. Das, meine Facecam, ist mal wieder komplett. Okay, egal. Ich denke mal, Eidos kennt man. Wenn du Normal oder Special willst, kannst du während der Main Phase eine weitere Normal Summon machen. Und du kannst die Karte vom Friedhof banishen, um ein Monster mit 800 Angriff und 1000 Def in deinem Friedhof zu Special Summon in die Defense wissen, aber du kannst dann nicht mehr vom Exit-Deck Special Summon diese Runde. Ist okay. Ne? Also für S-Force eigentlich jetzt nicht spielbar wirklich. Aber ja, ist nice. Ja, jetzt kommen wir zu der Karte, wo ich mir überlegt habe, ob ich das Deck vielleicht auch spielen möchte.
Infernoid Decathlon. Ich habe Infernoid schon immer mal wieder gesehen, aber noch nie gesehen, was das Deck kann. Also ich habe immer nur so Karten gesehen. Und ich finde die beiden Monster ziemlich cool. Also Decathlon und eben dieses Boss-Monster, was ja hier auch reprintet wird. Jetzt, wo ich sehe, fällt mir das auch wieder ein. Wenn die Normal oder Special ist, kannst du ein Infernoid Monster in deinem Deck auf den Friedhof werfen. Und wenn du es tust, increase this card level by the level of this end monster. And if you do that, this card name becomes the monster's original name and replace this effect with that monster's original effects. Okay, das ist krass. Er kopiert einfach und macht einen Mill. Nett. Wie gesagt, das Decathlon, das Infernoid Tierra, glaube ich, war es. Das Bossmonster ist schon cool. Sehr, sehr unique, finde ich. Deswegen hätte ich schon Bock. Und sehr teure Teamgaben, ein paar der teuren wurden hier schon übrig. Ja, eben, es ist sehr teuer leider. Also das ist, glaube ich, so der Punkt, warum ich es nicht spielen werde. Und weil ich schon so viele Decks habe. Machen wir weiter mit Five Star Twilight. Auch sehr, sehr wichtig für eben die Kuribo-Karten. If the only monster you control is one level 5 monster, also wahrscheinlich Kuri Babylon, tribute that monster, special summon 5 monster, one Kuri Ba, one Kuri B, one Kuri Bu, one Kuri Bae und one Kuri Bo from your hand deck and your graveyard, but they cannot be tribute for tribute summon. Ja, kannst du direkt 5 Kuribos auf dem Feld kotzen. Als ob sich die Anzahl der Decks darin. Ja, aber, ja. Stealth Kraken! Sehr, sehr geil. Den wollte ich auch haben, aber das Problem bei Stealth Kraken ist, du brauchst auf jeden Fall den anderen und du brauchst die eigentlich mindestens zweimal, weil einmal macht halt jetzt nicht so viel Sinn, weil die leben davon, dass sie sich immer gegenseitig herholen. Genau, aber schon geil, also der ist auch cool. Guter Wassersupport. Ich weiß gar nicht, geht Stealth Kraken überhaupt Geld gerade? Oder ist das eher so ja, nett? Ich meine, in der Theorie kannst du mit Stealth Kraken schon Geld machen, weil die meisten spielen die halt immer zwei oder dreimal in den Decks. Aber ja, als ob dich der an seine Decks daran hindert. Ja, also. True. Oh mein Gott, das. Also, die Packs werden heute nicht mehr schön aufgemacht. Habe ich das Gefühl. Oh, ich habe noch gar nicht vorgelesen, weil auf der Rückseite war nichts. Schließen wir mal, was steht hier? Oh nee. Okay, irgendwie hat dieses Display keine Beschreibung. Finde ich jetzt ein bisschen lame, Alter. So, dann haben wir Kaiju's. Ja, okay, Interrupted Kaiju Slumber. Naja, nett. Nette Karte. Namos Protection. 10 Phantom Knights of Rage Gloves. Das ist die um 1000 Push, glaube ich. Sechsel Katapult. Und Yowie. Oh, und ich war kurz disconnected. Nochmal. Interrupted Kaiju Slumber. Namos Protection, Phantom Knights of Rage Gloves, Sechsel Katapult und Yowie. Alter, Yowie auch ganz witzige Karte. Wenn die Karte gesummoned wird and no other cards, you can activate this effect. Your opponent skips the next draw phase. You can only special summon once the turn you activate this effect. You can only use this effect of Yowie once per duel. Damit sie halt nicht looper ist. Aber dann kannst du einmalig quasi die nächste draw phase des Gegners skippen. Also wenn du es schaffst, ein Reptil, 500-500, Stufe 3 oder Erde, ne? Wenn du Yowie einfach mal so splash, zack. Boom, Draw Phase und Gegner weg. Aber dafür kannst du auch nicht mehr specialen, ist voll dumm. Ja, yeah, you can only special summon once to turn the activated effect, also. Keine Ahnung, wie man das anstellen soll. Interrupted Kaiju Slumber. Nehm ich mit, Digga. Nett. Nedekordi. Okay. Ja, dann sind wir schon beim 9. Pack. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh, es ging gut auf. Wir haben einmal Astraltopia. Digga, keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Also mein Stream ist auch eine ganz nice Connection auf jeden Fall. If an XC monster is on the field, you can special summon this card from your hand. You can send one other card from your hand or field to the graveyard. Add one XC, Onomat, Sechsel or Number Spell Trap from deck to your hand. Nett, Digga. Dann Phantom, ne, Hyper Rank Up Magic Utopia. Digga. Mein Stream ist auch laggy, sorry. Utopia Force. Haben wir Hidden Fangs of Revenge. Ich verstehe auch gar nicht, warum mein Stream so laggy ist. Another player can activate cards or effects in response to this card's activation. When a monster declares an attack, destroy two set cards to control and if you negate that attack, then if any monster cards were destroyed by this effect, and send to the graveyard,
Choose one and destroy as many monsters your opponents control as possible with highest. With etiquette less than or equal to the monster's death, then it becomes the end phase. Ja, hast du noch nicht ein Level im Chat länger als sonst. Ich glaube auch. Dann haben wir nochmal Utopia. Und. Fett. Fett. Sehr fett. Ach du Scheiße. Magician's Soul. Seelen der Magier, Alter. Absolute Gönnung an der Stelle. Ist jetzt in der Hülle drin, also, ups. Also wahrscheinlich, na. Ah, jetzt hat. Oh yeah. Oh yeah. Oh geil, genau. You can send up to two spells and traps from your hand and or field to the graveyard. Draw that many cards. If this card is in your hand, you can send one level 6 or higher spellcaster monster from deck to the graveyard. Then activate one of these effects. Special summon this card. Oder send this card to the graveyard. Then you can special summon one Dark Magician or Dark Magician Girl from your graveyard. Also wie gesagt, auch theoretisch in Hexwerker spielbar. Gibt so Hexwerker-Varianten, wo man die Magician Soul of 2 da drin spielt. Echt, auf 1 oder auf 2? Ich hab keine Ahnung, aber ziemlich nice. Ja, knick sie erstmal. Ich hab sie nicht geknickt, Digga. Entspann dich. Alter. Ich wollte sie gerade liegen, aber dann habe ich wegen der Facecam in die falsche Richtung gebogen. Mein Gott, ich übertreib halt gleich. Außerdem behalte ich die eh, also. So. Haben wir nochmal ein Kuribe. Ein House of the Floral Knights. Ein Horse meine ich. Interrupted Casual Slumber. Nett. Dawned Magician erneut. Und Ecole the Zone. Ecole the Zone. If the turn player summons exactly one monster, destroy it. And if you do, the control of the monster spends on one mass token. Spellcaster Dark Level 1 at decay Fragezeichen, Death Fragezeichen to the field, which cannot attack directly. With a decay death equal to what the destroyed monster had on the field. You can only use this effect if a kill the zone once for them. If this face-up card leaves the field, destroy all mass tokens on the field. Hä? Okay. Also einmal. Einmal pro Zug? Okay, egal. Ich weiß nicht, ob die Karte gut ist. Ecole de Zone mit C. Ja, behalte sich sehr, aber doch trotzdem der kaputt machen hier. Ja, mach ich doch nicht. Ja, du könntest die Karte natürlich auch haben, aber ich glaube, dass du sie selber ziehst. Und, ja, weiß ich nicht, ob ich dir die Karte geben will, nachdem du mich so fertig gemacht hast gestern mit Dark Magician. Aber ja. Ist schon nett. Was geht die Karte eigentlich aktuell? Magician's Soul aus dem Brothers of Legend. Kannst du einmal nachgucken, bitte. Haben wir nochmal diesen Insektor-Quatsch. Left Hand Shark, auch nett. Kuribo, jawohl, also Bu, Kuribu. Und Wind Up Arsenal, ich bin noch nicht fertig. Senmayo. Und Stealth Kraken Spawn, jawohl, da ist die andere Karte. Sehr schön. Sehr schön. Schöne Karte dies. Stealth Kraken Spawn. Ich nehme gerade irgendwelche Hüllen, auch wenn es farbig gar nicht passt. Ja, nett. 26 Euro, Digga. Sportlich. Vielleicht verkaufe ich sie doch. Vielleicht verkaufe ich sie dir. Weil ich weiß halt nicht, ob ich sie in Witchcrafter spielen will. Weil Witchcrafter funktioniert so, wie es aktuell ist, am besten. Also ich habe halt immer, wenn ein Deck sehr an dem Zenit ist, habe ich halt nicht so viel Lust, es schlechter zu machen, nur um es zu verändern. Also vor allem, wenn es einer meiner besseren Decks ist, also Hexwerker. Alle schwächeren Decks, die kann man immer wieder rumexperimentieren. Aber Magician's Soul weiß ich halt nicht, ob die Karte geil ist, weil sie mild halt. Und Hexwerker wollen nicht gemild werden. Aber in der Theorie kannst du theoretisch deine beiden Spelltraps, die liegen, kannst du aufgeben um zwei Karten. Das ist schon geil. Dann kriegst du noch einen 1er Spellcaster drauf als Special Summon. Also es kann schon nice sein, so als One-Off, aber Hexwerk ist schon recht voll, ne? Gut, dann haben wir nochmal Kaiju Capture Mission. Hätte echt mal wieder Bock auf Pacific Rim. Kuribi. Ich warte erstmal auf meine Liste, aber wenn ich sie nicht ziehen würde, dann würde ich sie nehmen, ja.
Dachte mir schon. Researchen. Nee, Resurgam XC. What? All XC must control gain 8 on the attack. Once you can discover one spell, then target one. Okay, never mind. Das interessiert mich, glaube ich, nicht. Dann Cypher, Interreferenza und Altergeist Pukeri. Aha, hier sind die neuen Altergeist-Karten drin. Okay. Ja, cool, dass die alle in der High Rarity sind, sodass ich sie überhaupt nicht bekommen kann. Nice. Ja, Pukeri ist die Karte, die sich von der Hand weglinken lassen kann für Altergeist-Monster, was schon sehr nice ist. Also nochmal. If an Altergeist-Monster you control will be used as link material for an Altergeist-Monster, this card in your hand can also be used as material. Also, solange du eins vom Feld mitbenutzt, kannst du ihn auf jeden Fall mitbenutzen von der Hand. You can only use this effect of Altergeist Pukeri once per turn. If an Altergeist Link Monster is Link summoned to your field, while this card is in your graveyard, except the damage step, you can add this card to your hand. You can only use this effect of Pukeri once per duel. Once per duel nur? Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja mega scheiße. Weil die Karte war eh so auf der Kippe, ob ich sie überhaupt spielen will. Weil Altergeist alleine schon gut funktioniert. Aber wenn du halt mal nicht so geil bist, dann kannst du mit einem Altergeist auf dem Feld und ihr auf der Hand direkt auf ein Linkplay gehen, was schon sehr nice ist. Und dann recycelt sich die Karte nochmal. Aber genau da ist das Problem. Sie recycelt sich, obwohl das Once per Duel ist. Weiß ich nicht. Die kostet momentan so 85, also kannst du safe bekommen. Ja, okay, aber ich glaube, wenn, dann würde ich es eh nur einmal spielen, weil Altergeist sind quasi searchbar in gewissen Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, Digga. Once per Duel. Also das ist auf jeden Fall nur ein One-Off, das ist sowieso klar. Aber ja, das war die Hälfte, das waren die ersten zwei Packs. Deswegen werden wir jetzt die nächsten zwei aufmachen. Pukeri, wie gesagt, ich hätte gern die andere. Die andere ist, glaube ich, ein Tick besser. Jetzt auch nicht so sehr. Ich weiß nicht genau, was die nochmal macht. Und das Linkmonster. Das Linkmonster hätte ich sehr gern. Weil das Linkmonster gibt nochmal eine Beatdown-Möglichkeit, wenn es sich anbietet. Ja, Dollhouse. Penguin Sword. Wind Up Arsenal Zen Mayo. The Deal of Destiny. Und Performable Kuribobo, Kuribobble, Alter, geil. Ja, gute Hälfte, würde ich auch sagen. Mit Magician Soul und, was haben wir noch? Piri Rice Map, Kragen Spawn, Stealth Kragen und so weiter. Ne? Nibiru, ja, stimmt, haben wir voll vergessen. War ja direkt am Anfang schon. Ah, schon nett. Performable Kuribobble ist auch cool. Wenn ein Opponent's Monster declares a direct attack, you can spend someone's card from your hand, and if you do, change the attack target to this card and proceed to damage to regulation. If you will take battle damage from the battle, you gain that much LP instead. Also, du gehst direkt in die Battle Phase und kriegst dann Lebenspunkte. Nett, Digga, nett. Ist eine relativ solide Handship sogar. Tatsächlich. Zum Lebenspunkte generieren. Genau. Nett. Kann man ja universell einsetzen, also theoretisch in Aroma spielbar. Und dann, wenn du Lebensmittel kriegst, kannst du nochmal Effekte triggern. Das ist schon ganz cool, glaube ich. Genau, dann haben wir Soul Binding Gate. Jetzt ist mein Stream für den Arsch. Okay, die Karte ist ziemlich weird. Kriegen Spawn geht zu 20. Ja, ich weiß, aber ich will die ja spielen. Deswegen. Soulbinding Gate. Take the latest card, you must control no monsters in a set spell trap. Your control must have been destroyed by card effect this turn. Okay, weird. Wäre zum Beispiel ein Artifact gut? Weiß ich nicht. During the main phase, if exactly one monster with less ATK than your LP is summoned and you have zone in your graveyard. Okay, Z1. Destroy the monster and if you take 800 damage, then inflict 800 damage to your opponent. Alter, was ist das für eine useless Karte, Digga? Okay. Genau, dann White Mirror. Die war, glaube ich, auch ganz cool, oder nicht? Target One Level 4 or Lower Fish Monster. Ja, okay, never mind. Ja, ist für Fischdecks ganz cool, aber nicht für Waterdecks only. Fossil Dick, der 20.000. Reprint, Sechsel Field. Ultimate Leo Utopia Ray. Nice. Spiele ich nicht. Kannst du vielleicht brauchen, Ludwig. Aber es sieht cool aus. Sieht cool aus, Digga. Definitiv. Gut.
Schönheit, ja, deine Mutter. Gut, dann nächstes Pack. Ups, Alter. Also, es, also wenn das auseinanderreißt, ich glaube, dann hast du es geschafft, dann ist das Pack wirklich für den Arsch. Holy shit. Okay, habe ich auch schon lange nicht mehr geschafft. So, wir haben hier Fighting Spirit. Aloof Darkness, nehme ich gerne nochmal eine Version, ne? Shooting Star Dragon, okay. ZS Ouroboros Sage und Infernoid Tierra. Ja, moin. Wie gesagt, eine sehr, sehr coole Karte, rein vom Artwork und von der Effektkategorie. Du brauchst auf jeden Fall ein Infernoid Onunku, ein Infernoid Deviety und ein Infernoid Monster oder mehr. When this card is fusion summoned, you can apply these effects in sequence based on the number of materials with different names used for this card summon. Bei 3 oder mehr, each player sends 3 cards from the extra deck to the graveyard. Bei 5 oder mehr, each player sends the top 3 cards from the deck to the graveyard. 8 oder mehr, wie auch immer das gehen soll. Like, what? Each player returns up to 3 of the banished cards to the graveyard. Und 10 oder mehr, each player sends the entire hand to the graveyard. Ja, sie mild. Aber... okay, ich habe mich mit Infernoid, wie gesagt, noch nicht auseinandergesetzt. Aber jetzt werde ich das wahrscheinlich mal machen, um zu schauen, ob ich diese Karte behalten und spielen möchte oder ob das Schmutz ist. Aber scheint ein Deck zu sein, was sehr, sehr viel milden möchte. Somehow. Und, ja. Aber coole Karte. Also jetzt habe ich schon die beiden Karten, die reprintet wurden, mindestens einmal gezogen. Das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um sich das mal anzuschauen, das Deck. Jetzt habe ich schon wieder das Pack gerissen, Alter. Ich kotze. Gut. Next. Dr. D. Was ist das denn? Bench on Destiny Hero Monster. Okay. Dr. D. Dr. Dre, Alter. Silent Signal Nummer 2. Perfekt. Nehme ich auch. Gardala, der Mystery Dust Kaiju. Sehr schön. Red Eyes Fusion, absoluter Schmutz. Und Cypher B-Plane. Ich glaube, Cypher B-Plane geht sogar Geld. Ich bin mir nicht sicher. Genau, C-Nettle und Gardala, Red. Also, das Pack war ja ziemlich lecker, Digga. Ziemlich lecker, Digga. Ja, ist ein gutes Pack gewesen. So ein Random Booster mit 3 guten Karten. Kann man machen. Beste Auspacker, aber manche Buße sind kacke. Irgendwie kommt immer irgendwie aus das Plan, ja. Beste Auspacker, ja. Oh my god. Beatrice Lady of the Eternal habe ich direkt vorne dran. Sieht auch sehr, sehr schön aus, die Karte. Genau, once per turn, quick effect, you can detach one material from this card, send one card from your deck to the graveyard. Einfach so ein Mill. This card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your graveyard. You can special on one burning abyss monster from your extra deck, ignoring its summoning condition. Da kannst du einfach dann nochmal den Dante holen. Super geil. Also Lady of Eternal hatte ich auch noch nicht. Sehr, sehr schön. Danke für den Zoom, by the way. Ice Show. Summon Storm Nummer 2. Infernoid Decathlon Nummer 2. Cool. Centaur Mina. Ja. Coole Karte. Sieht auch cool aus. One Light Warrior Monster und ein Beast Monster. Once per turn, during your turn, when your opponent activates a trap card at quick effect, you can negate the activation if you do set that card. You can only use each effect of the following effects of Centaur Mina once per turn, und zwar jetzt folgende. During your main phase, you can send down one level 2 or lower monster from your hand or graveyard. If this card is sent to the graveyard as synchro material for a Wind Warrior Monster, ganz weird, you can destroy one face of monster on the field. Ja, ist wahrscheinlich so auch für die... ja, also Noble Knight und so gedacht, oder nicht? Ein bisschen komisch, die Karte, aber ich finde die eigentlich so von dem Grundkonzept ziemlich geil. Krass, dass die Lady of Eternal nur in dem Gold Rare, sag ich jetzt einfach mal blöd. Wie heißt die Rare? Ich kenne die Rare nicht, Ultra Rare, bis sie da geprintet ist. Und genau, was ist da jetzt auf Discord los? Alles klar, Digga. Gut. Ja, ich hätte die. Also, es gibt so viele Karten drin, die bei den Commons in Anführungszeichen, also nicht Commons, aber bei den normalen Karten drin sind, die ich auch gerne auf die Seite legen würde. Aber das mache ich dann am Ende nochmal. Okay, jetzt ist der Stapel schon so groß, dass diese Hüllen da nicht mehr drauf liegen bleiben. Diese Dinger.
Rank of Magic Ancient Cypher Force? Chaos Force. Oh. Okay. Gut. Dann Appliance Propylion. Mhm. Time Iceborn. Yes, die Iceborn God. Die Karte ist ziemlich nice. Starlight Road und Noble Knights Shield Bearer. This card is normal, special summon, you can banish one light monster from your graveyard, draw one card. You can banish this card from your hand or field at one level 6 or lower, win beast monster from your deck to your hand. At one level 6 or lower, win beast monster from deck to your hand. Okay, das ist ja übel geil. Voll der Search einfach. Okay, nett. Genau, die Icebound God. If two or more water monsters are on the field, target one face-up monster your opponent controls. That face-up monster cannot attack. Also, its effects are negated. If a level 5 or higher water monster is normal or special summoned to your field while this card is in your graveyard, you can set this card but banish it when it leaves the field. Also, du kannst es quasi zweimal nutzen. Ist ein Ice Jay tatsächlich eine recht solide Fallenkarte. Kann man auf 1 oder auf 3 da mal reinballern, vielleicht auf 2 auch. Also, man kann die theoretisch schon spielen. Nette Karten. Noble Knights Shieldbearer ist schon cool. Ist das auch eine gute Karte? Noble Knights Shieldbearer, also es ist ein Bearer. Der Keck hier. Der Effekt liest sich schon sehr, sehr geil tatsächlich. Wind Beast. Also Windungeheuer. Gibt's das in Tribal Gate? I don't know. Okay. Dann haben wir nochmal die Kack Soulbinding Gate. Die Ice Barrier, das ist die andere geile Eisfallenkarte. When an attack is declared involving your opponent's monster, change the opponent's etiquette to zero, negate its effect, also it cannot change its battle position. You can banish this card from your graveyard, send one level 5 or higher water monster from your graveyard to your hand, also until the end of your next turn after this effect resolves, you cannot special summon monsters except water monsters. Sau geil. Also du kannst ein gegnerisches Monster quasi im Kampf entwerten, dann muss er es meistens zurückziehen. Und du kannst dich selber vom Friedhof banishen, um ein Level 5 oder höher zu millen. Und dann kannst du ein water monster von deinem Friedhof nochmal deiner Hand hinzufügen. Es ist so eine geile Fallenkarte, actually. Also Ice Barrier, nett, nehme ich auf jeden Fall mit. Hätte ich gern, ich glaube die ist ein bisschen besser als die Iceborn God. Hätte ich gern noch 2-3 Mal. Haben wir noch den normalen Kuriboom im alternativen Artwork? Kuri Babylon, also jede Karte müssten wir jetzt einmal haben. Und Evil Hero, Malicious Bane. Ja, moin! Auch ein Deck, was ich mir überlegt hatte, aber ich werde das nicht spielen, weil du wirst wahrscheinlich ziemlich viel Hero-Shit spielen. Genau. Aber nette Karte, Digga. Nett, nett. Im Kampf entwerten, dann kann er nicht zurückziehen. Ach so, wenn er schon angegriffen hat, meinst du? Stimmt, da verändert sich ja nichts. Stimmt, stimmt, du fixst ihn einfach hart. Ja, das ist noch besser. Ja, Malicious Bane. Nehme ich mit. Gute Karte. Geht bestimmt so 1 Euro oder so. Ich weiß es gerade gar nicht tatsächlich, ob der Reprint jetzt krass gedroppt ist, aber das ist halt trotzdem immer noch eine gute Evil Hero Karte, ne? Ja, dann gönne ich mir noch mal ein Schlückchen von meiner Fanta. Der Delay scheint auch sehr krass zu sein, wenn Ludwig so lange braucht zu antworten. Krass, danke, danke Twitch. 14,50. Schmeckt. Gute Karte. Das bringt nochmal Geld in die Tasche. Also Plus habe ich auf jeden Fall gemacht aktuell. Oder? Nicht ganz. Ich glaube, den Giga Chase habe ich noch nicht gehabt, ne? Gibt es auch irgendeine Karte, die ist so ein Giga Chase? Nochmal eine Detonate. Dann nochmal ein Gardala, The Mysterious Dust Kaiju, genau so rum. Noble Knights, Spear Soldier, Kuri Born und. Okay. Ist das die Chase Karte gewesen? Number 99, Utopia Dragonar. Braucht 3 oder mehr Level 12er Monster. Ist klar, Digga. Quick Effect, you can detach 2 materials from this card. Special Summon from your extra deck. One number monster that has a number between 1 and 100 in its name. Alles klar.
dieses Trader seine XE sammeln. The turn you activate this effect, other monsters you control cannot attack directly, also you cannot special summon from the extra deck except XE monsters. When an opponent's monster declares an attack, you can change the HK of the opponent's monster to zero. Ja. Nummer 99, ist für Ludwig, glaube ich, ziemlich geil. Ist halt fast Themen-only, wobei... Ja, du musst ihn halt mit der Rank-Up-Spell beschwören. Also hier steht nicht, dass du den irgendwie voll easy aufs Feld kriegst, sondern da brauchst du wahrscheinlich eine Rank-Up-Spell, würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten. Aber gibt ja auch so ein, zwei Rank-Up-Spells. Für, generell auch für Nummerkarten. Hatten wir gerade selber ein paar gezogen. Was geht zu der Nummer 99? Der Delay ist absolut heftig, schon geschrieben, als du gefragt hast, und du kannst erstmal trinken und dann nur sagen, dass der Delay anscheinend krass ist. Lol. Alter, 99 Utopia Dragonar. Was? Hast du Double? Nein. Nummer 99. Utopia Double habe ich doch schon und außerdem ist der auch nicht die Nummer 99. Er ist nämlich ein Utopia-Monster. Hey, was meinst du jetzt? Ach, hat Utopia Double auch... Moment, ich kenne nur den Beatdown-Effekt von Utopia Double. Ach so, wait. Stimmt, du greifst ja gar nicht mit Utopia Double an, sondern mit Utopia. Und anstatt den normalen... Warte mal. Anstatt den normalen Utopia zu beschwören, meinst du jetzt den... Dagonar zu beschwören. Warte mal, hä? Utopia Double. Ich hab den Effekt gerade nicht im Kopf. Du bist beim Blitz. Nein, ich war nicht beim Blitz. Du bist genauso lost wie ich gerade gewesen. Aber jetzt habe ich es verstanden, weil ich habe den Effekt durchgelesen. Ja. Lol. Net 6000er Monster, das dann auf 12.000 gehen kann, ist schon ganz cool, glaube ich. Mit Utopia Double. Ja, dann behalte ich die Karte vielleicht doch. Lulz. Aber wie viel kostet die jetzt? Das war die eigentliche Frage. Ich vergesse es immer, dass ich Double Double ja ein Utopia-Monster beschwören kann, also for free. Das ist so, es geht so nicht in meinem Kopf. So. Hyper Ranker Magic Utopia Force. Ich glaube, das war die Karte, die wir auch meinten wahrscheinlich. Tage 1 Rank 9 or lower Utopia 7 und Control Special 1 Rank 10 oder higher Utopic. Oh, Utopia X-Demons von mir extra bei using the Monster Control as a Material. Also, das ist zum Beispiel das, was ich meinte gerade. Man kann die Zauberkarte dann auch dranhängen als Material. 2,40? Das ist ja nix. Dann behalte ich die Karte safe. Dann ist die ziemlich geil zu spielen für mich. Guribe. Ice Show. Sylphid Wing. Okay. Und Wing Requital. Ich hab's so falsch ausgesprochen, wie es nur geht. Wing Requital. Requital. If all monster control are winged beast monsters and you control at least two monsters with different original names, pay 600 LP, then draw 2 cards. Sorry, auf Englisch 92. Oh, 50 Cent, Alter. Okay. Aber ja, 50 Cent. Also Ring Requital. Geile Karte in Winged Beast Decks. Lässt dich quasi 2 Karten ziehen, wenn du 2 verschiedene Winged Beasts kontrollierst. Easy Game. Ja. Nehm mal mit, ne, Digga, nehm mal mit, lol. Lulz. Also, die ist geil. Oh ja, oh yeah. Harpier freut sich, Tribegate freut sich, alles, was Wingbeat ist, freut sich, Landerys freut sich. Wobei, Flanderys weiß ich gar nicht, ob man die überhaupt spielt. Du musst ja 2 auf dem Feld haben, das ist halt auch nicht oft der Fall. Weil du ja die ganze Zeit direkt Instant Normal sammeln machst, auf Kaisen am Ende endest, oder nicht, Ludwig? Zumindest so, wie du es gestern gespielt hast. So genau kenne ich jetzt Flanderys nicht, aber so würde ich es jetzt einstellen, dass die gar nicht so konstant ist in dem Deck, ne? Wie jetzt in Harpier, wo du die ganze Zeit nur spammst. Oh, Appliance of Propelion. Utopia, Alter, schon Nummer 3. Oh, Eidos. Ich hätte gerne noch ein Idea, bin ich ehrlich. Ich habe nur 2 Ideas. Das ist ein bisschen weak.
Yes! Altergeist, Memory Gent. Memory Gant, Alter. Geil! Hallo? Zeig doch. Digga. Komm, gönn. Den wollte ich haben. Hallo, Zoom. Warte mal, hier sieht man ihn besser, ne? Traurigerweise. Jetzt. Nein, komm, gönn. Ach, hat der Molle blödes Scheißteil. Okay. Memory Gant. Zwei oder mehr Altergeist Monster. During the battle phase, quick effect, you can tribute one other monster. Discard gains attack equal to the tribute's monster at decay on the field. When this card destroys a monster by battle, you can destroy one monster your opponent controls. And if you do, this card can make a second attack in a row. Digga, what? If this card would be destroyed, you can banish one monster from your graveyard instead. Mit Schutz effect on. Nice! Einfach das Bossmonster für Altergeist jetzt. Sehr, sehr geil. Link 4, 2-8 Angriff. Schmeckt, Digga, schmeckt. Schön nochmal ein Beatdown-Variante reingeballert. Beziehungsweise, ja, halt eine Winning Condition, weil Altergeist, also ich meine, die Winning Condition ist, der Gegner ist so abgefuckt, dass er von selbst surrendert. Aber jetzt haben wir noch Memory Gant. Und wenn ich noch die andere Altergeist-Karte bekomme, ich habe noch zwei Booster-Packs und ein Idea, dann bin ich glücklich. Idea, einmal Idea brauche ich noch, dann habe ich drei. Und die andere Altergeist-Karte noch. Dann bin ich absolut happy. Ich bin auch so schon happy. Es sind sehr geile Impuls. Also wirklich. Alter. GG. Ich habe noch ein Display. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Display. Das habe ich voll vergessen. Kauft euch niemals ein Display. Das bringt nichts. Wenn ihr da Pech habt, kriegt ihr nicht alle Karten, die ihr wollt. Also, ja, wobei, doch, ein Display. Also, ein Display sollte man sich schon gönnen, aber zwei Displays sind teilweise besser. Du hast halt höhere Chance auf geilere Karten und du kriegst deine Karten normalerweise safe im Staple. Ja, sollte möglich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch ein ganzes. Also, eigentlich sollte ich die andere Altergeist-Karte hoffentlich auf jeden Fall noch kriegen. Wenn, dann kriege ich sie von Matze, wenn er sie in seinem Display hat oder du. Also, ich denke mal, mit Altergeist werdet ihr nicht so viel anfangen können. Right Hand Shark. Kuribo, Appliance Conversion, Ice Mirror, ja, okay, never mind, ich hab die andere Altergeist-Karte schon bekommen gerade, lulz, okay, Fiji Alert, geiler Name übrigens, sieht übel hässlich aus, die Karte, finde ich, also gönnt euch mal, das ist einfach so eine Krabbe, so ein Krabbenviech, ich weiß gar nicht, was sie sich dabei denken, Alter, also die anderen Altergeist-Karten, die sahen noch halbwegs nice aus, natürlich funktioniert Zoom jetzt, aber ja, sie ist nämlich ziemlich nice. Wenn ein Altergeist Link Monster ist, Link summoned to your field, except during the damage step, you can target one other Link Monster on the field, special summon this card from your hand to your zone that target points to. Also for the rest of this turn, the monster is also treated as an Altergeist Monster. Das heißt, mit der Karte ist es möglich, generische Link Monster einzubauen, die dann als Altergeist zählen. Ist es auch nicht das heftigste, sie ist aber eine Stufe 4, also auch eine geile, also eine theoretisch eine gute Normal Summon. Zwar nicht First Turn, deswegen werde ich die wahrscheinlich auch nur One-Off spielen. Aber mit ihr ist es möglich, ein Unicorn zum Beispiel oder, weiß ich nicht, Digga, irgendein Link-Monster als Altergeist zu behandeln und dadurch die Effekte des Themas, ne? Es ist dumm. Warum nicht mehr drüber reden, ja. Also Fidget Alert ist schon nice in der Theorie. Ich muss, wie gesagt, testen. Ich glaube, dass ich Fidget Alert und Conquery jeweils einmal drin spielen werde, mindestens. Vielleicht sogar Fidget Alert könnte man auf 2 spielen. Ich glaube, Conquery auf 2 macht gar keinen Sinn, weil die halt, wie gesagt, nur once per turn ist. Nee, eigentlich machen beide nur auf 1 Sinn. Ja, und Memory Gun sowieso. Also da kommt Save mindestens einmal rein. Wenn ich sogar zweimal, wenn ich ihn noch ein zweites Mal hätte. Ich glaube, einmal reicht normalerweise. Den hebst du ja echt bis zum Ende auf, normalerweise. Und dann gibst du den Gegner halt die Hucke voll. Das Ding ist, du gibst halt 4 All-Ice-Monster, weil er ist ein Link 4 Monster, ne? Beziehungsweise, ja, auch je nachdem, wie du gelinkt hast noch. Aber das ist schon bitter. So, letztes Pack. Ice Barrier. Boom. Perfekt. Dann noch einmal Idea. Komm, Beatrix. Ja, Beatrix ist okay. Left Hand Shark. Red Ice Fusion. Und Rebirth Judgment. Okay, interessante Karte auf jeden Fall auch. Ich glaube, die ist hier neu rausgekommen. Once per turn, you can declare one monster type. Monsters in the graveyard becomes a type for the rest of this turn. Even if this card leaves the field. Quasi so eine generische Zombie-World nur für Friedhöfe. Womit du quasi. Das ist in gewisser Weise ja schon eine Floodgate-Karte. Aber damit kannst du auch eigene Decks so ein bisschen
manipulaten, aber ist jetzt nicht... Ich glaube, dass die Karte sehr nischig ist. Einfach sehr, sehr nischig. Kannst du vielleicht in ein, zwei Decks spielen, die aktuell rumlaufen. Verbessere mich, wenn ich mich irre. Ich habe den Einsatzgebiet der Karte noch nicht so rausgezogen. Ja, hat ein cooles Artwork. Tatsächlich, ja. Aber ist so ein bisschen... Sieht halt überhaupt nicht wie Yu-Gi-Oh! Aus. Sieht ziemlich fake aus. Aber ja, ist definitiv eine coole Karte. Das war das Display und ich glaube, ich habe Bock, das zweite aufzumachen. Einfach damit ich vielleicht sogar am Wochenende schon die Karten verkaufen kann, die ich nicht mehr brauche. Aber Resümee, kurzes Resümee vom ersten Display. Ich habe meine drei Altergeist-Karten bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr nice to have. Also vor allem mit Memory Gent. Dann die ganzen geilen... muss ich nochmal nachgucken, wie die Rare heißt. Du hast es erkannt, es ist eine Fake-Karte. Ja. Das wär's. Mit einer. Wo steht denn das? Hier steht halt nirgends. Das ist voll belastend, Digga. Hier, warte mal. Genau, Ultra Rare und Secret Rare, genau. Also. Gucken wir uns mal die geilen Secret Rare Karten an. Wir haben auf jeden Fall mal Wing Requital, Utopia Dragonar, Evil Hero Malicious Bane, der Shieldbearer, den ich eigentlich ganz nice finde, Infernoid Tierra, Stealth. Ups. Stealth Kragan, Magician's Soul, Stealth Kragan und Spawn, Piri Reismap, Nibiru, dann die schlechteren Secret Rares, die ich jetzt nicht einfoliert habe, Rebirth Judgment, Centaur Mina, Cypher B-Plane, Ultimate Leo Utopia Ray, Performable Kuri Bobble, Ecole de Zone, Yaoi, Double Exposure, Grandpa Demetto und Relinquished Anime und ZS Utopic Sage. Same läuft mittlerweile schließlich, aber Delay in Chat ist halt krass, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, also mein Delay habe ich eigentlich auf so niedrig wie es geht, glaube ich, geschaltet. Ich wüsste nicht, also ich meine, ich glaube, ich habe da nicht so viel Wahl. Ich denke mal, dass Twitch das für kleinere Streamer wie mich halt Standard-Delay von einer Minute oder so. Und dann sind hier noch richtig viele geile Karten, die ich jetzt nicht sortieren werde. Aber sowas wie Ice Barrier oder Lady of Eternal ist dann schon sehr geil für mich. Beziehungsweise generell. Und da sind sau viele gute Karten drin. Also das ist tatsächlich ein Pack. Ja, Idea zweimal gezogen. Gardala zweimal. Dann noch ganz viel. Die Iceborne God einmal. Dann ganz viele Kuribo-Karten. Infinite Decathlon und Summon Storm jeweils zweimal, Silent Sea Nettle zweimal, Red Ice Fusion zweimal, einmal eine Allure, zweimal Shooting Star. Also schon ganz solide Karten, also kann man echt nicht meckern. Der Preis, ich glaube, dass ich relativ neutral gegangen bin, wenn nicht sogar plus, weil ich habe echt gute Chase Karten gehabt. Aber wenn man die jetzt mal zusammenrechnet, plus die ganzen Commons, nicht Commons, Ultra Rares, ich meine Ultra Rares sind ja immer noch Ultra Rares, aber... Ja, es fühlt sich schon sehr wie ein Plus an. Also für mich ist es ein deutliches Plus. Ich bin absolut zufrieden mit dem Pack. Nibiru und Hase nicht gesehen. Schon sehr lecker. Ehrenpack. Auf jeden Fall. Genau. Das einzige Belastende war natürlich das Öffnen dieser Booster selber, weil die teilweise. Also ich glaube, jede zweite ist einfach kaputt gegangen oder nicht gut aufgegangen. Ich bin einfach bester Auspacker hier. Hashtag bester Auspacker. So, legen wir mal die ganzen Folien hier rein. Machen mal den Bums zu. Hat man das abgeschlossen? Ist einfach aufgegangen. Okay. Kosten sollen sie meist auch nur 2 bis 5 Cent die Ultras. Ja, eben. Also quasi Commons. Deswegen, der Versprecher ist jetzt nicht umsonst da. So. Naja, wir machen eine kurze Pause, würde ich mal sagen. Ich tue mal kurz die Karten hier irgendwie zur Seite. Ich glaube, Wing Requital müsste ich noch einfolieren, weil die ist schon ganz nice. Das sind alles nur random Hüllen, die ich da gerade rumliegen habe. Genau. Sehr, sehr nice. Ich glaube, die mache ich mal in so eine Hülle. Das ist auch ganz fein. Ich glaube, dass Rebirth Judgment so eine richtige Potenzialkarte ist. Also ohne Spaß. Es gibt bestimmt irgendwann mal so ein Deck, wo die Karte echt nice sein könnte. Oder generell Decks, gegen die Karte ganz nice ist. Also,
So. Ich glaube, ich schneide den Stream tatsächlich in zwei Hälften. Ich kann die Werbung nicht schalten. Ich erst mal Werbung schalten. Als ob jetzt echt eine Werbung kam. Hä, hey, das ist ja mega witzig. Ja, ich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Twitch die Werbung schon bewusst platziert. Und manchmal weiß ich es nicht. Also manchmal ist auch absolut random. Aber wie gesagt, wenn es manchmal in so Pausenmomenten eine Werbung kommt, das ist nicht von mir, aber es ist schon irgendwie crazy, dass Twitch das selber so macht. So, und damit willkommen zum zweiten Teil des Brothers of Legends Opening. Ich habe jetzt hier schon einmal eine Lasche aufgemacht. Im ersten Teil seht ihr auf jeden Fall eine, ich sag mal, eine langsame Version des Openings, wo ich echt ein paar gute Karten gezogen habe. Also könnt ihr gerne mal reinschalten, wenn ihr dieses Video auf YouTube hier seht. Solltet ihr eigentlich reinschalten, weil jetzt bin ich bei Teil 2. Nee, kam nicht, dachte, du könntest selber schalten. Ach so, nein. Ich glaube, schalten kann man nur, wenn man Twitch-Partner ist. Also Werbung schalten. So. Ja, wir machen das zweite Opening auf. Das geht schon viel flüssiger. Die Booster sind noch nicht verrutscht, also auch nett. Ich werde jetzt hier aufmachen und nicht alles in die Kamera zeigen, sondern nur das, was halt nice ist. Weil, wie gesagt, beim ersten Pack-Opening habe ich mehr oder weniger fast alles in die Cam gezeigt. Ne, fast alles, außer dass ich es verpasst habe. Verkackt habe, meine ich. Jetzt werde ich einmal aufmachen und euch dann richtig geile Karten zeigen. So, beziehungsweise ich werde schon vorne so machen, aber ich werde es nicht mehr jede Karte vorlesen, sondern nur anhalten, wenn es eine geile Karte ist. Genau, Dawner Magician, Eternal, nice, dritter Degadron und Demetto. Ja, irgendwie starten wir jedes Booster mit einem Demetto. Kriege ich langsam Demenz. Demento, Alter. So. Das Spielzeugkistenthema ist auch ganz witzig. Es ist ja auch eher so eine Engine. Oh, danke X-Bys. Bei Ease fürs Folgen. Auch witzig. Ich beschwere mich immer im Twitch-Chat, wenn jemand, nicht im Twitch-Chat, sondern bei Streamern, wenn der Streamer den Namen nicht korrekt ausspricht. Und dann kommt so ein Name, Alter. Ich denke mir so, okay, ich hab's verstanden. Ich bin jetzt auch auf der Streamer-Seite, ich hab's gecheckt. Die Namen sind echt crazy, was ihr da teilweise habt. Aber vielen Dank fürs Followen. Starlight Road, die komischen Fangs, die dritte Ice Barrier, perfekt. Dieser komische, das komische Pferd und die Sage-Karte. Alter, irgendwie beginnen die Booster immer gleich. Also, weird. In dem anderen waren auch Sage und Demetto als erstes. Aber ich fange sogar auf der anderen Seite diesmal an. Ich fange sogar hier an. Statt links. Ich habe vorhin links angefangen, jetzt fange ich rechts an. Ist egal. Fängt immer gleich an. nett. Ja, böses Omen. Die Booster gehen ziemlich gut auf. Babylon. Exorbitle, der Gardala Nummer 3, Kuribu, Ring Requital, Bam, Boom, Bam, geile Karte, Digga, nehme ich mit, Alter, Schusch, voila, schön. Also ein Staple Ring Requital würde ich jetzt auch nicht nein zu sagen, aber zwei Displays eigentlich normal, glaube ich, beziehungsweise könnte man machen, weil ne, zwei Displays verdoppelt ja die Karten. Kuriborn, Kaiju Capture Mission, Ice Show, die komische Karte. Und noch ein Dragoner. Warum nicht, Alter? Nehme ich gern noch zweimal, ey, wenn es sein muss, Digga. Ich habe leider nur einen Double, also macht es eigentlich wenig Sinn, zwei Dragoners zu kommen. Aber wenn einer meiner Freunde keinen Dragoner zieht, dann kann ich den ja vergönnen. Oder ich verkaufe 2,40. Ist nett. Ich meine, der ist jetzt auch nicht überheftig, wenn man mal ehrlich ist, aber das ist schon geil. Ja, Alur, klar. Stables nehme ich immer. Ne? Stables braucht man. Ich habe so viele Decks, da brauche ich echt viele Stables. Void Feast. Und die Vorseiler, what? Absolute Schmutzkarte für mich persönlich, aber wahrscheinlich eine wichtige Karte in die Heroes. Weil das ist ein Plasma Search vom Deck oder Friedhof. Du kannst aber keine Draw Phase mehr durchführen in den nächsten. Nee, generell. Nee, wenn du Destiny Plasma kontrollierst, kannst du keine Draw Phase durchführen. Und dein Gegner kann Taten, bla bla, ist mir wurscht. War eine neue Karte, deswegen musste ich sie immer noch durchlesen. Silver Wings, Propelion, Mirror. Ah, Eidos schon wieder, schade. Toy Parade. Ich wollte eigentlich Idee haben. Toy Parade. Das ist, ach ja, das ist eine Frightful-Karte, stimmt. Die habe ich ja noch gar nicht bekommen, geil. This card is always treated as a Frightful-Card. Target one dark monster you control, special summon from the extra deck.
Das ist die Kosten. For the rest of this turn, you cannot declare attacks except with that monster. Also, each time that monster destroys a monster by battle and sends to the graveyard, it can attack again in a row. If you control a fairy monster except the turn this card was sent to the graveyard, you can banish this card from your graveyard at one level 4 or lower dark monster from your graveyard to your hand. Damit kann man sich den Kettenkobold nochmal recyceln. Geil, Alter. Das ist actually eine nice Karte und sie ist searchbar, weil sie immer als Threadfield-Karte behandelt wird. Also always. Always threaded als Threadfield-Card. Also ist sie searchbar mit Kettenkobold, wenn er abgeworfen wird. Und dadurch kann sie den Kettenkobold wieder recyceln. Übel geil. Also damit kannst du einen Dark Monster zu einem Beatdowner machen. Das ist auch nett. Kann man als One-Off definitiv spielen, wenn man gegen, ich sag mal, gegen Spam-Decks antritt oder wenn da richtig viele Monster liegen und du kommst an das Board nicht so krass rum oder du kannst nur ein, zwei Monster killen. Dann aktivierst du Toy Parade und dann boom, 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 machst du alle weg und dann kannst du auf einmal direkt angreifen, glaube ich. Ja, it can attack again in a row. Was heißt, dass du mit dem letzten Angriff immer direkt angreifen kannst, oder? Weil da steht nicht, dass es nur gegen Monster ist. Es ist nur, wenn es ein Monster besiegt, darf ihn nochmal angreifen. Direkt in Folge. Das ist cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Numbers Protection, Sechselkatapult, Dollhouse, Wind-Up Arsenal und Double Exposure. Ja, Toy Parade, ja. Ist jetzt nicht die brongste Karte, aber wie gesagt, als One-Off sehr, sehr gut spielbar. Je nachdem, gegen was für Decks man spielt. Also auch eher eine seitige Option. So, dann haben wir nochmal den Kekko, ziemlich cool. Resurgam, Kuribo, Appliance Conversion und Ecole de Zone. Ah, jetzt im Moment haben wir eine kleine Downphase, habe ich das Gefühl, bei den Secret Rares. Mann, ich muss mir echt mal die Rares merken, ich komme hier vor wie der letzte Dulli. So, nochmal Right Hand Shark, Iceberry Nummer 4, okay. Beatrice Nummer 4, Kuribi und Lyrilisk Birdstrike. Okay, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Lyrilisk. If you control a Lyrilisk, negate the effects of all phase of monster your opponent currently controls until the end of this turn. Das ist einfach mal eine teaminterne... Ne, teaminterne Dark Ruler, genau. Quasi. Schwächelt ein bisschen, ja. Aber... wird hoffentlich noch. Red Eyes Fusion, Rank Up Magic, DA Gloves, Ice Knight, perfekt. Digga, er hat's predicted! Er hat's einfach predicted! Like what? Ihr müsst bedenken, Streamer Delay! Er hat's einfach Das macht's ja noch besser. Alter Ludwig, ey, der Delay ist gerade so krass. Aber du wirst es gleich merken, ey. Du wirst es gleich sehen. Es ist so nice. Er hat es einfach in dem gleichen Augenblick bemerkt. Wir reden hier von einem Delay-Stream. Gleich wird Ludwig reagieren. Der wird sich auch nur so denken. Lol. Einfach Forbidden Droplet gezogen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Richtig schöne Karte. Sag, komm, mach mal Zoom, Digga. Der Profi. Das ist das Einzige, was du jetzt zu schreiben hast. Das ist das, was du zu schreiben hast. Über diese Karte. Digga. So eine brokene, asoziale Karte. Send any number of other cards from your hand and or field to the graveyard. Choose that many effect monsters your opponent controls and until the end of this turn the etiquette is halved. Also the effects ungated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards or the effect of cards with the same original type, Monster Spell Trap, as the card sends to the graveyard to activate this card. Also theoretisch kann er keine Auswirkungsmomente dran zünden, wenn du eine Zaubergala wirst. Das ist schon auch geil. Ne? Die Karte ist quasi für die Zukunft geschützt. Das ist halt sick. 67 Euro, ja moin, was? Okay, auf jeden Fall Preis drin. Beide Displays sind bezahlt. Die haben sich selbst bezahlt. Ich habe einmal umsonst bekommen. Ich habe alle Ultra-Rares kriege ich gerade frei auf die Hand quasi. Hab kein Geld ausgegeben, wenn ich die, also Forbidden Droplet. Digga. Das Ding ist, ich muss die verkaufen, aber ich weiß nicht, ob ich die verkaufen muss. Ich will die halt auch behalten, aber 67 Euro ist schon arschviel Geld. Das ist wirklich arschviel. Mein Phoenix und Forster muss ich sofort loswerden. Ich kann so viel Geld nicht bei mir behalten. Das geht nicht. Das ist illegal. So. The Deal of Destiny, White Mirror, Fossil Dig,
Fighting Spirit und Piri Reismap. Yes, Nummer 2. Hallo Benny, welcome. Ich glaube, du warst schon mal hier, ne? Dein Name kommt mir relativ bekannt vor. Spielst du auch Edo Pro? Ah ja, der bist du. Der, der immer nach Edo Pro gefragt hat. Ja, ich spiele Edo Pro. Aber jetzt und heute wahrscheinlich nicht. Weil ich wollte eigentlich noch Pokémon streamen nachher. Genau. Alter, Forbidden fucking Droplet. Ja, Benny, ich weiß nicht. Ich habe halt Online-Spielen macht nicht so viel Spaß. Ne? Da teste ich auch mehr so die Decks. Ich spiele doch mehr Edo Pro. Ja, Bro. Gut, wo ist? Es ist eh Corona. Ja, okay, aber wenn meine Freunde alle geimpft sind, lul. Die Iceborn Guard. Speedroid Scratch. Mehr als online geht eh nicht. Würde ich nicht sagen. Also, ich weiß ja nicht, wo du wohnst gerade bei uns. Also klar, bei uns ist eigentlich auch ein bisschen schwierig, aber wir haben noch nicht die Lockdown-Einschränkungen. Bald kommt eh 2G plus. Ja, und? Send one Speedroid Card from your hand to the graveyard, add one Speedroid Monster from the deck to your hand. Ja. Nette Karte. Wollen Leute bestimmt haben. Ich darf nicht mal mehr Bus fahren. Digga, was? Ja, dann lass dich impfen. Hä, bei 2G, wenn du geimpft bist, darfst du doch Bus fahren, oder nicht? Oder wie ist denn der Schmarrn? Natürlich muss man Bus fahren können. Verstehst du gar nicht. So, Hidden Fangs of Revenge, Shooting Star Dragon, Astraltopia, F.I. Dink Spirit. Diabloseste Mindhacker. Nummer 89. Ich hab voll vergessen, dass er hier reprintet wird. Alter, geil. Diabloses. Alter, dieses Display, Leute. Diabloses. Das ist der Release ins TCG. Geile Karte. Der Mindhacker einfach am Stissel, Digga. Und zwar, ich lese ihn euch vor. Es ist ein Rang 7 XC-Monster, generisch. Once per turn, you can detach one material from this card. Look at your opponent's extra deck and banish one monster from it face down. At the end of the battle phase, if this card destroyed a monster by battle, you can target one card in your opponent's graveyard. Banish it face down. If a card your opponent owns and possesses is banished face down while you control this card, also, ne? You can banish cards from the top of your opponent's deck face down, equal to the face down banish card, also maximal 2. Nee, danke, die Impffallenkarte nehme ich nicht an. Okay, das macht dich nicht gerade sympathisch hier bei mir. Treffen unter Geimpften darf man sich eh. Und schöne 89, genau. Gegen Lüge kommt aufs Bundesland an. Und heute wird auch eine neue Regel gewesen. Leider sind die weniger Valenz als die Konami-Regeln. 2G kommt, ist schon veröffentlicht worden gerade. Nice. Ja, wir sind in Bayern. Also, ich weiß nicht, wo du bist. Bayern ist relativ, ja, frei. NRW. Ja, NRW ist da ein bisschen kritischer, habe ich gehört. Aber 2G-Regeln kommen doch, glaube ich, fast überall, ne? Weil wir sind sehr, sehr krass. Corona ist halt leider, manche Idioten haben es leider noch nicht geschafft, ne? Also sind noch nicht ready. Beinahe habt ihr jetzt noch katastrophalere Inzidenten. Ja, ja, ich weiß, aber komischerweise kriege ich davon gar nichts mit. Ich arbeite auch im. Ja. Weil ich war noch 2G plus. Ja, keine Ahnung. Ich bin geimpft, also. Ich darf alles. Grüe Babylon, Obo Sage, Silver Wing, Deal of Destiny, Starving Venomy Dragon, den nehme ich auch. One Dark Monster and One Pendulum Monster, perfekt für mein, wie heißt es? Order Ice Deck. Perfekt. Zeige plus ist geimpft, plus Test. Ja, okay. Was für Test? Alter, die Testschlangen werden lang. Okay, 2G plus, wird mir dann schon noch gesagt in der Arbeit. Also, die werden mir das dann sagen, was ich machen muss. Ich meine, woanders gehe ich eh nicht hin. Ja, ja, Corona-Test. Ich dachte jetzt PCR oder schnell. Starving Venomy, den lege ich hier hin. Bei uns ist 2G oder was zu was Clubs alles hier daran geht. Gehst du nicht essen? Nein. Wer geht denn essen, Alter, in den Zeiten? Ey, bleib zu Hause, Alter. Pizza wird bestellt. So schaut's aus. Ich bin doch kein normaler Mensch. Schau mich doch an. Ich mache Openings. Als ob ich irgendwo hingehe. Ich bin Nerd. Ich bleib eh zu Hause den ganzen Tag. Ich gehe höchstens einkaufen. Das war's schon. Einkaufen, arbeiten und zu Freunden. Das war's. Order Guys Fidji Alert. Perfekt. Geil.
Aber ich möchte jetzt hier auch gar keine... Ja, natürlich der klassische Nerd. Von daher... Ich möchte jetzt hier auch eigentlich gar nicht über Corona reden, wenn ich mal ehrlich bin. Das hängt mir schon so zum Hals raus. Ich brauche das nicht noch hier in meinem Stream. So, also nochmal. Ich würde jetzt gerne, dass ihr nicht mehr über Corona redet oder 2G, weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Und ansonsten muss ich euch timeouten. Weil ich habe da jetzt echt keine Lust, darüber zu reden, ne? Weil es fuckt mich eh schon in der Arbeit und überall sonst war. Also ich glaube, das brauchen wir nicht noch extra. Summonstorm ist am Start. Jawohl, der Adjusted Goal, Adjusted Goal, sorry. Ist ja nicht Adjusted, sondern ist nur Adjusted. Also, verstaubt. Nee, keine Ahnung, was Adjusted nochmal heißt. Ja, you can discard this card, add one Dark Fusion or card that specifically lists Dark Fusion in its text from your deck to your hand, except Evil Hero Adjusted Gold. Du kannst es nur einmal Bezug machen und cannot attack unless your controller Fusion Sammelmonster. Mit Stufe 4, 2 1 Angriff. Geile Karte. Sehr, sehr nice Karte, Digga. Ja, Evil Hero, wie gesagt, hätte mich schon gereicht. Vor allem mit Adjusted Gold und dem Fusionsmonster Malicious Bane, die ich jetzt auch habe, lol. Und den damaligen Fusionskarten, die Flame Wing. Nee, wie heißt die denn? Keine Ahnung, wie die heißt. Diese Dame da. Schon cool, aber ja, ich glaube, dass das sehr, sehr Hero-Engine-lastig auch ist. Und da habe ich dann nicht so Bock drauf. Ich müsste mal ein paar Deck-Profiles angucken. Interrupted Kaiju Lama Nummer 3. Toy Parade Nummer 2. Hätte ich nicht zweimal gebraucht, glaube ich. Aber nehme ich gerne mit. Hey, hier haben wir irgendwie viel mehr Themenkarten. Hier die zwei, Toy Parade. D-Force. Ganz weird. Das hatten wir im letzten Display ja gar nicht so. Da waren viel mehr stablere Karten drin. Also noch ein Nibiru nehme ich gerne, ne? So ist nicht. Ich hätte gerne noch einen zweiten Nibiru, weil einer alleine ist ein bisschen alleine, ne? Aber. Ja, beschwer mich nicht. Also, Diablosis und Forbidden Droplet, Digga. Beschweren tue ich mich eher weniger. Ohne Scheiß. Downard, das hier. Penguin Sword. Noch eine Pookery, ja, cool. Komplett useless, wenn man die nur once per Duel machen kann. Außerdem recycelt die sich eh. Das verstehe ich nicht, sie recycelt sich? Also sie ist dann halt noch mal geil zum Abwerfen? Wie viel hast du bezahlt? Ich meine, es wären 57 gewesen pro. Also definitiv, ich bin definitiv ein Plus. Ich habe safe mehr als 114 Euro hier mit den Karten zusammen. Von daher, ja. Wine Up Arsenal, ja, ist echt günstig, deswegen, ich habe es relativ früh gekauft, weil ich ja eh viele Karten davon haben wollte. Noch ein Shield Bearer, cool. Weiß halt nicht, ob der sinnvoll ist, aber ja. Weil, wie gesagt, die Allergeist-Karten wollte ich haben, dann wollte ich noch die Kuribo-Karten für Tommy und so weiter. Am Online 100 Euro gesehen. 100 Euro für ein Display? Oh, okay. Ja gut, wegen Forbidden Droplet wahrscheinlich und so. Aber come on. Das ist crazy. 120 sogar. Ja, crazy. Idea, yes. Oh, eine Idea Nummer 3. Und Sinel Nummer 3. Oh ja. Und Kuribobel Nummer 2. Geil. Das, so möchte ich das sehen. Geil. Das war ein sehr, sehr schönes Booster-Pack. Schön die Playsets voll gemacht. Perfekt. Kommt auf die Displays an. Ja, das stimmt, aber Bro, Brothers of Legend hat er jetzt nicht so die heftigen Karten, oder bin ich jetzt irgendwie falsch um Dampf? Klar, Forbidden Droplet und Nibiru, aber so generell River Judgment Rule. Ich meine, da ist jetzt kein Phoenix Enforcer drin oder so, ne? So eine Karte, die wirklich jeder oder die wirklich viele Spieler haben wollen, vor allem Turnierleute. So, noch drei Booster Packs, die letzten drei. Dann können wir gerne Just Chatting machen. Welches Display ist das? Ja, Brothers of Legends. Also das ist das zweite. Mein zweites Display, Brothers of Legends. Ice Mirror, Rank of Magic, Left Hand Shark, Icebound Gold und Double Exposure. Karma kriegst du für 53. Genau. Die Fake News wieder hier von Benny am Start, Alter. 120 Euro für ein Display. Ja, okay, vielleicht irgendwelche Sealed Displays auf eBay oder so. Keine Ahnung. Aber wer ist denn so dumm und kauft auf eBay Sachen? Spaß. Nee, ich habe auch schon Sachen auf eBay gekauft. Da gibt es manchmal Sachen wirklich ein viel günstiger oder ein viel besser oder auch nur auf eBay. Dragonroid, den wollte ich auch haben. Auch nur, weil er cool aussieht. Wenn er im Friedhof ist, kannst du die Karte zu einem Drachenmonster machen, während er im Friedhof ist? Hä?
Und du kannst die Karte selber auch droppen, um ein Non-Wind-Roid-Monster vom Deck to your hands hinzufügen. This turn the activation of your cards and effects that include an affected Fusion Summon. Fusion Summon can open your gate, or your opponent can activate cards or effect when a monster is Fusion Summoned this way. Aha. Also die searched ein Nicht-Wind-Roid-Monster. Er kann im Friedhof ein Drache sein. Oh lol, er kann im Friedhof ein Drache sein. Auch Dragon hier, Dings, wie heißt die Karte? Dragon's Mirror. Okay, nett. Okay, das sehe ich für 60 gerade. Ja, eben. Also, ich glaube, 120 Euro Displays, was du meinst online, sind Displays, die schon älter sind, die wirklich kein Händler mehr bekommt oder die man halt nicht mehr kriegt und die dann halt logischerweise teuer werden, weil sie krass sind, weil da geile Karten drin sind. Fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber Highstar Twilight und Allergeist Pitch Alert als Playset. Gut, das war das letzte Booster. Leider keinen zweiten Nibiru bekommen. Aber ist okay. Pop-in, Droplet, Diablosis. Ich sag dazu nicht nein. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt ein ganz kurzes Resümee. Also vorher packe ich mal den ganzen Müll weg und dann zeige ich euch nochmal die Karten, die ich bekommen habe. Ne, den Müll packe ich später weg. Erst muss ich die Karten zeigen. So. Also, wir haben hier einmal Diablosis und Forbidden Droplet bekommen. Richtig sahnige Puls auf jeden Fall. Mann, komm schon, jetzt such doch an, du blöde Facecam, Digga, Mann, haben wir noch Kolumbische Schala. Habibi. Habibi. Komm. Also noch unschwerer geht's ja wohl nicht. Perfekt. Freue mich, wenn dir die Karten helfen. Auf jeden Fall. Dann Altergeist Fitchy Alert dreimal, Pukeri, Kuriborbel, Toy Parade zweimal, Evil Hero, Dust Gold, Fitchy Alert, Starving Venomidrain, Piri Ice Map, Utopia, Dragonar und Ring Recruitel, auch jetzt zwei Stück davon. Noch ein Dragonroy, Double Exposure, Rebirth Judgment, ja, die ganzen anderen sind jetzt nicht so krass, die habe ich extra schon mal vorsortiert. Und ein Haufen Bulk, aber auch teilweise gute Bulk-Karten. Ja, das waren meine Openings. Powerpause regelt. Ich find's so geil, Marco, so Powerpause regelt, was geiles gezogen. Ich bin gerade dabei, alles einzupacken und wegzuwerfen. Also auch die Karten, Kappa. Weil der Stream ist jetzt vorbei. Und ich habe gerade gesagt, was ich alles gezogen habe. Also. Musst du dir die Videos anschauen, Marco, weil ich hasse Wiederholungen. Genau. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, sieht und hört man sich bald irgendwann. Ja, Nibiru habe ich gezogen. Ich habe Forbidden Droplet gezogen. Diablosis habe ich auch gezogen. Meine Altergeist-Karten. Alles, was ich möchte, habe ich gezogen. Bin sehr zufrieden. Gern, war ein geiles Opening, auf jeden Fall. Marco, kommt Discord. Nee, Marco ist, glaube ich, noch in der Arbeit, ne? Ja. Moment, der Delay ist weg. Lel. Ja, too late. Ja. Too late to say sorry. Too late to say sorry now. Bro, brauch Pause, ja. Echt so. Was? Spiel Discord. Geh mal Discord. Geh Discord und spiel mal Yu-Gi-Oh! Easy Game. Gut, ich werde jetzt die Karten hier noch richtig schön sortieren. Ja, alles zusammensuchen, was ich ballen möchte. Das ist halt echt krank viel Bulk. Aber bei 240 Karten insgesamt ist auch krass. Ne, 240 Karten kann man mal machen. Genau. Was war das denn? Das hier sind die ganzen Secret Rares. Komm du auch an nach dem Stream? Nee, kein Bock. Ich muss noch was essen, Alter. Ich habe noch nichts gegessen. Dann muss ich noch einkaufen, weil mir geht die Fanta aus und mein Wasser. Einkaufen. Und danach hätte ich, wenn dann, Pokémon gestreamt. Oder, weiß ich nicht. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, beide Displays schon gestreamt. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Pause mit Labern.
Sorry, Benny, tut mir leid. Aber, ja. Danke, Freunde. Benny, tut mir echt leid. Ich hoffe, du findest jemanden, der mit dir Edo spielt. Gibt ja noch mehr Leute, die streamen oder, ja. Es ist halt 15 Uhr, die meisten sind in der Arbeit. Ich habe heute frei, also, sorry. Ja, danke, dass ihr da wart. Haut rein. Lass dich impfen, Benny. Ist wirklich, es ist no trap. Es ist einfach Insta-Win, wenn du dich impfen lässt. Insta-Win. Es ist Exodia 5 Karten auf der Hand, ich schwöre. Und dann haust du rein. Haut rein, Leute. Ciao.